Durch die Doppelniederlage angestachelt, meldet sich im Einzel dann aber zur Überraschung der Zuschauer der Oldie des Turniers eindrucksvoll zurück. Jens Lehmann fegt Christian Dresch geradezu vom Platz mit viel Druck und schönen Netzangriffen. Lehmann, je oller, desto doller, zeigt er auch auf dem Court, wie es geht. Da hilft auch die Anfeuerung für Dreschi nichts. Beim Matchball segelt dann der Return schließlich ins Aus. Somit bejubelt Jens Lehmann den Sieg im ersten Einzel und geht nun mit viel Selbstbewusstsein in das zweite Match. Im großen Finale um den Titel wartet auf den VfB-Keeper kein geringerer als Thomas Hitzelsberger, der sich gegen Martin Lanik klar durchgesetzt hat. Das Einzelfinale in Leogang lautet also Hitz versus Lehmann. Und da kommt VfB-Kapitän Hitz ganz schön ins Schwitzen. Jens Lehmann lässt sich nun nicht mehr bremsen. Er kommt einfach am besten mit den alpinen Windbedingungen im Salzburger Land zurecht und sichert sich mit einer überzeugenden Leistung die ersten VfB-Leogang Open. Hier nun also der Matchball. Lehmann attackiert und ist schließlich auch erfolgreich. Nach über 3 Stunden geht somit das unterhaltsame und auch annähernd hochklassige erste VfB Leogang Tennis Tournament zu Ende. Natürlich gibt's jetzt aber noch das obligatorische Siegerinterview auf VfB TV mit Jens Lehmann in Boris Becker Manier. Jens, noch einen kurzen kräftigen Schluck genommen nach anstrengenden Tennisturnier, als Sieger vom Platz gegangen. Vorher damit gerechnet? Ja, ich muss sagen, es war ein hartes Match. Und es hat ja sehr harte Gegner und die haben alles gegeben und ich auch. Ich hatte ein bisschen Glück und das Netz hat mir auch ein bisschen Glück gebracht und die Tennisbälle waren auch gut für mich und der Schläger war auch gut. Ich bedanke mich bei meinen Fans und tschüss.